Hallo zusammen, hier kommen wir mal mit Nachrichten aus Mönchengladbach, die im Zusammenhang mit dem gesuchten Marcel Hesse stehen. Und zwar, wie berichtet wurde, die Polizei am Montag, den 6. März, zu einer Einsatzortlichkeit in Herne an der Fleitestraße gerufen. Im Keller des Hauses wurde der Leichnam des 9-jährigen Jungen gefunden. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen im Nachgang des Tötungsdeliktes laufen derzeit auf Hochtouren. Auch in Mönchengladbach gingen aktuell Hinweise darauf ein, dass der Gesuchte hier gesehen wurde. Die Polizei nimmt Hinweise in Bezug auf diese Fahndung sehr ernst. Entsprechende Fahndungs- und Suchmaßnahmen wurden eingeleitet und wurden eigentlich gerade eben erst beendet. Wer aktuell glaubt, den Verdächtigen gesehen zu haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen zu können, sollte sofort die 110 wählen und die Beobachtungen mitteilen. Die Polizei warnt, Hesse ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Er sollte bei Antreffen nicht angesprochen werden. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75 Meter groß, sehr schlanke Statur, kurze blonde Haare, vermutlich Brillenträger. Fahndungs- und Suchmaßnahmen liefen, wie gesagt, in Mönchengladbach, in Neuwerk, im Bereich des Krankenhauses. Sie wurden aufgrund eines Hinweises aufgenommen, dass dort eine Person gesehen wurde, die dem gesuchten Tatverdächtigen sehr ähnlich sieht. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei der Person, die dort gesehen wurde, definitiv nicht um den Gesuchten handelt. Während die Polizei im Krankenhaus suchte, gab es mehrere Hinweise, dass in Mönchengladbach Reit, Karstadt war eins, am Bahnhof in Mönchengladbach selber, der Gesuchte gesehen wurde. Aktuell scheint die Suche jedoch in der Nähe von Siegen erfolgreicher zu verlaufen. Angeblich, auch wieder angeblich, hat dort eine Überwachungskamera den 19-Jährigen am Autohof in Wilmsdorf gefilmt. Die dann alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen aber nicht ergreifen. Gerüchte über diese Videoaufnahme wurden von der Polizei weder bestätigt noch dementiert. Also Leute, Augen aufhalten, schauen wir, dass wir den Tatverdächtigen bekommen.